Donnerstag. Der 17.12.2015. Ja. Wir sehen uns gestern nicht viel los auf Arbeit. Und heute wird es nochmal genauso sein. Beziehungsweise bis Anfang nächster Woche wird es so ähnlich sein. Wochenende natürlich ein bisschen mehr und so, aber ansonsten wird es genauso sein. Und dann ist Weihnachten, Silvester und dann ist natürlich das Haus richtig voll. Freitag, Samstag, Sonntag, jetzt habe ich schon 12 Uhr Schicht. Weihnachten und Silvester, Silvester müssen wir auch um 12 anfangen, spätestens. Und aber halt auch bis mitten in der Nacht irgendwann natürlich. Und das wird ein bisschen schwierig machen mit den Vlogs die nächsten Tage. Also kann durchaus sein, dass ich mal einen Tag keinen Vlog veröffentliche und dann irgendwie die Vlogs erst später veröffentlichen kann. Aufnehmen werde ich immer, aber nur falls mal einen Tag nichts kommt, wisst ihr Bescheid. Das hängt ja mit der Arbeit zusammen. Gestern hätte ich zum Beispiel, ich glaube um 1 hätte ich fertig sein können, also nachts morgens um 1 hätte ich fertig sein können mit Video bearbeiten. Ich bin allerdings erst um 3 fertig geworden. Und aber richtig fertig, also komplett fertig mit Audiospur und so. Ich hätte nur noch einen Text schreiben müssen und so. Aber das hat er jetzt irgendwie gemacht. Ja, ich hätte aber um 1 fertig sein können. Hab mich aber zwischendurch immer so ablenken lassen, immer so die Muße verloren. Bin immer wieder aufgestanden vom Rechner weg. Ich hab irgendwas anderes gemacht, keine Ahnung. Mich ablenken lassen halt, weil ich mich irgendwie nicht konzentrieren konnte. Also das muss ich irgendwie abstellen. Wenn das nämlich die nächsten Tage auch so ist, dann schaffe ich es definitiv nicht, dabei zu bleiben, jeden Tag mein Video vom Vortag zu veröffentlichen. Dann komme ich garantiert irgendwann aus dem Takt. Das nächste Problem ist nämlich, dadurch, dass ich gestern erst um 3 fertig geworden bin und dann erst im Bett bin, kam ich heute Morgen natürlich auch schlecht aus dem Bett. Gestern war noch Regen angesagt für heute. Heute früh war dann kein Regen mehr. Ich hätte also gut und gerne laufen gehen können. Wäre auch gut gewesen. Dadurch, dass ich aber so spät im Bett bin, bin ich schlecht aus dem Bett gekommen heute Morgen und hatte keine Lust zum Laufen. Und das ist halt auch doof. Das ist ein Teufelskreis. Ja. So führt halt ein zum anderen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie nicht so einfach. Aber man kann ja schon erkennen, man macht es sich selbst schwer, ne? Indem man sich so Ausreden zurechtlegt oder so sagt, man müsste nur den Arsch hochkriegen. Den Arsch hochkriegen, ein Video am Stück fertig zu machen, den Arsch hochkriegen, aufzustehen, den Arsch hochkriegen, zu laufen. Naja, das ist so ein Kampf gegen sich selbst. Naja, aber wie gesagt, wenn die nächsten Tage irgendwie mal kein Video kommt, den Tag, wisst ihr, woran liegt. Wird dann aber definitiv nachgereicht. Also werde jeden Tag aufnehmen. Und wenn ich jeden Tag nur eine Minute Video aufnehme und sage, oh, sorry, keine Zeit, schaffe ich nicht. Kein Video heute. Und dann ist es trotzdem ein Video. Um da immer auf dem Laufenden zu sein, also wenn ihr da immer auf dem Laufenden sein wollt und wissen wollt, ob ein Video kommt, ob ein Video später kommt, ob ein Video nächsten Tag erst kommt oder den Tag halt kein Video kommt, solltet ihr mir auf Twitter folgen. Ihr Name wird hier eingeblendet. Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Also folgt mir auf Twitter und dann wisst ihr immer, ob ein Video noch kommt, ob das Video gerade beim Hochladen ist, ob das Video erst am nächsten Tag kommt oder ob ich vielleicht im schlimmsten Fall sogar gar kein Video aufnehmen kann. Also Twitter ist immer der aktuellste Weg da. Snapchat manchmal auch noch, aber Twitter ist aktueller. Ansonsten solltet ihr mir aber einfach überall folgen, in den Links da unten und die Kanäle, die da unten aufgeführt sind, in der Beschreibung. So, habe ich gestern hier so einen neuen Moldblock gekauft und jetzt werde ich erstmal die Batterie an meinem Mikrofon tauschen. Was echt eine komplizierte Sache ist, wie ihr gleich sehen werdet. So, wollen wir mal hier erstmal Akku hier befreien. Das ist schon eine Qual. Mein Gott. So, jetzt das Mikro erstmal von der toten Katze befreien. So, und jetzt ist hier vorne die Klappe zum Öffnen. Hier nach oben drücken. So. So, genau. Das ist echt eine Scheißfummelei. Das Mikrofon ist ja jetzt auch nicht so günstig, dass es einem egal wäre, wenn man hier beim Wechseln der Batterie zerstört, aber. Also wirklich, wie man so einen Scheiß bauen kann. Scheiß Gummi.
Laschen ab hier. Kann man die Blende ein bisschen hier öffnet. Kann man das Problem hier vielleicht ein bisschen besser erkennen. Das VideoMic Pro von Rode. Ja, Rode. VideoMic Pro nennt sich das. Ist ja auch in der Beschreibung und ein Link zu Amazon. Das ist wirklich ein super Mikrofon. Für den Preis und so kannst du echt nichts sagen. Aber ich bin zu blöd dafür. Ich krieg's nicht hin. Ich hab halt echt Schiss, hier irgendwie was abzubrechen, kaputt zu machen. Weil was mache ich dann? Dann kann ich den Mikro wegschmeißen, wenn die Klappe hier im Arsch ist. Es ist nicht möglich. Wenn man so ein Teil entwickelt, ist es das dann der letzte Scheiß, wo man sagt, ach ja, geht schon irgendwie, mach ran da. Muss man doch probieren, muss man doch feststellen, dass das echt zu kompliziert ist oder umständlich ist, zu umständlich ist. So kompliziert ist es vielleicht nur für mich, weil ich blöd bin, aber... Krass gleich aus, ehrlich. Ja, wird dann demnächst wohl keine Videos mehr geben mit der 7D? Oder zumindest keine Videos mehr mit vernünftigem Ton? Was soll ich denn machen? Kann mir das mal erklären? Ich weiß noch nicht, wie es beim ersten Mal geklappt hat. Nee, wie kann man denn so einen Scheiß bauen, ehrlich? Heute gibt es dann keinen Zeitraffer von der Arbeit, sondern einen Zeitraffer davon, wie ich mein Mikrofon zerstöre. Ah, jetzt weiß ich wieder. Du musst hier oben, also da kann man es nicht erkennen, ne? Also hier ist ja die Nut. Oh, die sieht hier Rödel hier. Ich rast gleich aus. Also hier oben ist diese Nut. Du musst also erst hier unter, dann musst du hier unten unter und dann musst du runterschieben. Und dann ist sie drin. Ja. Aber ehrlich, also wirklich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Naja, gut, muss ich ja auch nicht können. Gummilaschen hier wieder ran, friemeln. Dann irgendwie genauso eine bescheuerte Lösung. Also ich meine, inzwischen haben sie ja schon neue Modelle rausgebracht und so. Als wieder gut machen, könnten sie mir eigentlich mal so ein Teil schicken. Leuchtet wieder grün, gut. So, Mikrofon wieder drauf, Akku drin, da, tote Katze wieder aufgezogen, sollte wieder funktionieren. Aber er ist da wohl echt, also mein, sicherlich hat mir ein bisschen blöd angestellt oder so, oder bin da zu grobmotorisch für, das war keine Ahnung, aber das ist da wohl echt ein Scheiß. Und zu der anderen Sache von vorhin nochmal im Wald, ist natürlich nicht so, dass ich mich vor dem Laufen drücken will. Ich habe ja auch selber schon oft gesagt und gemerkt, wie es mir beim Laufen gut geht und besonders halt danach, wie es mir da besser geht. Und es ist halt nur ein Kampf mit dem Schweinehund immer. Und ich mag diese Hektik einfach nicht. Also deswegen mag ich diese 12-Uhr-Schicht auch nicht, weil das ist, dann fehlen mir 2 Stunden vorm Vormittag und das sind 2 Stunden echt. Also muss ja mit dem Hund raus und das sind ein paar Sachen immer noch erledigen und dann zählt der Vlog erstmal noch gar nicht zu, weil das habe ich mir selber aufgehalst. Aber du bist ja echt in Zeitdruck dann. Wenn dir 2 Stunden vom Vormittag fehlen und du musst aber trotzdem dasselbe schaffen, wie du sonst schaffen musst, wo du 2 Stunden halt mehr hast, ist halt ein Problem. Ja, wenn ich dann noch joggen gehe und irgendwie zu spät aus dem Bett komme und dann erst joggen gehe, dann fehlt mir halt auch immer Zeit und dann gerate ich in diesen Zeitdruck und diese Hektik, und Hektik kann ich überhaupt nicht haben. Ich muss alles ein bisschen entspannt erledigen können. War schon mit dem Hund draußen. Geh jetzt schön duschen und gucken, was ich aufgenommen habe. Ansonsten,
Ja, die Flamme, die wir gestern im Video gesehen haben. Ja, gestern, oder? Da am Strand, ihr wisst schon, da im Gashafen. Das ist wirklich so, dass die da brennen muss. Ja, morgen und übermorgen und Sonntag auch noch. 11 Uhr Schicht. Muss also mal gucken, wie das klappt mit dem Video. Muss mich also heute auf jeden Fall ranhalten, dass ich fertig geschnitten kriege und am besten auch schon zu YouTube hochladen kann, dass ich morgen nur noch veröffentlichen brauche. Aber gut, mal sehen, wie es denn klappt, ne? Wir wissen ja, wie das die letzten Mal war. Achso, zum Videomic wollte ich noch was sagen. Und zwar ist es bei dieser Klappe so, dass man ein Gefühl hat und es sieht so aus, als wenn man die unten zuerst einrasten muss und dann oben ranklicken muss. Ja, habt ihr ja im Video gesehen, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Tatsache ist aber, dass man hier oben zuerst einrasten lassen muss und dann randrücken und runterschieben muss. Also es ist ja merkwürdig irgendwie. Ziemlich beschissen gelöst von Rode, wie ich finde. Vielleicht stelle ich mir auch einfach wirklich nur zu blöd an. Ja, bleibt nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.